Geht es dir vielleicht auch so? Gerade denkst du, jetzt habe ich geschafft, jetzt habe ich ein bisschen Geld zusammen gerafft, jetzt habe ich die Rechnungen bezahlt, jetzt geht's aufwärts und dann kommt die nächste Reparatur, die nächste Rechnung, Auto geht kaputt, Nebenkosten, Nachzahlung oder sonst etwas anderes und dein Geld, was du mühsam erspart hast, musst du wieder investieren, musst du wieder ausgeben, so dass du wieder an dem Punkt stehst, wo du sagst, ich habe nichts mehr. Wie soll ich überleben? Mit diesem Thema kam heute eine Klientin zu mir in eine Einzelsitzung, Familienaufstellungen. Und diese Frau hat berichtet, also seit Jahren, seit ihrer Trennung von ihrem Mann oder 3 Jahre nach der Trennung von dem Mann hat es angefangen, wo sie dann in den Minus gegangen ist und bis heute sie sich davon nicht erholen kann. Da sind wir diese Thematik angegangen. Nach einem kurzen Gespräch haben wir eine Aufstellung gemacht und was als Ursache für diese finanzielle Problematik für diese immer wiederkehrende Kreislauf von Schulden war. Die Ursache war, dass diese Klientin von mir auf eine destruktive, ungesunde Art und Weise mit einem Familienangehörige verbunden war. Diese Familienangehörige hatte schweres Schicksal in dem Zweiten Weltkrieg, ist verschollen und letztendlich hat sich auch gezeigt, dass er auch umgebracht wurde. Und diese ganze Problematik, was diese Familienmitglied Anne sozusagen von 2 Generationen vor meine Klientin, das war der Grund für diese finanzielle Schwierigkeiten. Klingt vielleicht verrückt, weil da würdest du jetzt vermutlich denken, ja, was haben meine Ahnen mit mir zu tun, was haben meine Ahnen mit meinen Finanzen zu tun oder auch mit meinen Rechnungen. Es ist tatsächlich so. Also wir hatten heute bei dieser Aufstellung, ging es darum, dass es fremde Schicksalübernahme war, dass meine Klientin teilweise oder kam sehr ähnlich das Schicksal von ihrer Familienangehörige Vorfahre übernommen hatte und sie hat selber gelitten unter diesem Schicksal. Und jedes Mal, wenn sie versucht hat, sich davon zu befreien, aufzustehen, wo sie sagt, boah, jetzt bin ich ja aber gut, jetzt komme ich aus den Schulden raus, ist etwas in ihrem Leben passiert, was sie wieder in den Schulden reingebracht hat. Und diese Dynamik hat sich über 10 Jahre wiederholt, bis wir es heute aufgestellt haben und ersehen haben, was da die Ursache war. Also wenn du davon betroffen bist, wenn du im Schulden lebst seit längerem Zeitraum, wenn du Probleme hast, deine Rechnungen zu bezahlen oder sagst, ja, mir bleibt's nicht übrig, ich verdiene eigentlich nicht schlecht, ich weiß nicht, was mit meinem Geld passiert, letztendlich ist ganze Geld weg, ich könnte was gespart haben, kann ich aber nicht, weil die Umstände in meinem Leben so sind, wenn du eine sich immer wiederholende Dynamik merkst in deine Finanzen, komme sehr gerne zu meinen Gruppenaufstellungen oder zu einer Einzelaufstellung. Wir werden dein Thema, deine Situation aufstellen und wir werden die Ursache erkennen, die unbewusst im Hintergrund stark und aktiv wirkt und dafür sorgt, dass du aus diesem belastenden Kreislauf nicht mehr rauskommen kannst, weil hinter jeder Problematik steht etwas, was angeschaut werden sollte, was erkannt werden sollte und was auch aufgelöst werden sollte. Wenn du betroffen bist, kontaktiere mich, melde dich bei mir. Und wir werden gemeinsam eine Lösung finden und deine Problematik auch aufstellen. Ich wünsche dir einen guten Erfolg und freue mich, wenn du zu mir findest. Mach's gut.